Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch ja den neuen Nail Art Pinsel vorgestellt. Und natürlich möchte ich den auch testen. Es wäre ja nicht ich, ne, wenn ich euch da nicht mit dazu nehmen würde. Zuerst muss ich mir aber mal den Tipp vorbereiten. Ich habe mir jetzt angeraut und Grundiergel drauf gemacht. Als nächstes kommt ein helles Farbgel, das war mal ein persönliches Geschenk von Aretini. Und damit grundiere ich sozusagen meinen Tipp. Ich hatte euch im letzten Video schon erzählt, dass ich eine neue Schulung mache, und zwar Ombre und Schnörkel. Und das ist zum Beispiel Teil 1, ich glaube erste Lektion von der Schnörkel- und Ombre-Schulung. Und jetzt kommt die zweite dünne Schicht drüber, das ist wirklich nur hauchdünn. Und jetzt wird das Ganze richtig ausgehärtet. Nun kommt das zweite Farbgel. Ich benutze dazu ein dunkles Farbgel, aber dennoch im Farbbereich gleich rot, pink. Und da nehme ich nur etwas Farbgel auf, also wirklich nicht viel. Ja. Und setze es mir im vorderen Bereich ab. Und jetzt kommt mein Schwamm zum Einsatz. Das ist ein handelsübliches Kosmetikschwämmchen. Und ich habe die noch da, also benutze ich die gleich. Und ich gehe jetzt hier mit meinem Schwämmchen einfach drüber und tupfe es mir aus, die Farbe. Und das macht ihr wirklich so lange, bis es reicht. Und natürlich muss es euch gefallen, ne? Die Übergänge sollen weich sein, keine harten Kanten. Dazu reicht es auch manchmal schon, wenn man mit dem Schwämmchen leichte Tupfbewegungen macht. Wenn es euch hier unten zu hart ist, kein Problem, geht einfach weiter nach unten und geht ganz langsam mit dem Schwämmchen etwas höher und dann wieder verblenden. Das ist Teil 1. Ihr könnt das jetzt noch intensiver machen, wenn ihr möchtet. Jetzt seid ihr gefragt, ob euch das schon so gefällt. Wenn nicht, also einmalig aufgetragen und getupft. Wenn nicht, macht ihr es noch einmal. Dünne Schicht Farbgel an die Spitze setzen. Und wieder mit eurem Schwämmchen verblenden. Mehr mache ich jetzt nicht, weil genau so gefällt mir der Farbübergang sehr gut. Das lasse ich jetzt komplett aushärten und dann sehen wir uns schon wieder. Ich für meinen Teil mache es jetzt so, dass ich mir die Farbe und Modellage sozusagen dann etwas schütze, indem ich eine Schicht Einphasengel auf den Tipp aufbringe, das Ganze aushärten lasse und dann mit einem Buffer fein anmattiere, damit ich dann in Ruhe schnörkeln kann und notfalls auch was wegcleanern kann, wenn es schief geht.
Das bleibt aber euch überlassen. Von mir kennen das. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Und wenn ich das dann erledigt habe, komme ich wieder zu euch zurück und zeige euch den neuen Pinsel im Einsatz. Ich bin schon sehr gespannt. Jetzt sind wir soweit. Ich habe mir den Tipp nochmal anmatiert und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Das ist meine Vorlage. Maxi, alles gut, Jetsi. Das ist meine Vorlage. Das habe ich schon in der Ombre- und Schnörkelschulung gemacht. Und das möchte ich jetzt auch hier noch machen. Bei diesem. Das heißt, als erstes muss mal die Linien, müssen mal die Linien gezogen werden. So. Dazu nehme ich mir einen dünnen Striper-Pinsel und Painting Gel. Ja, also Linien sind das nicht. Ich würde das eher als Wellen bezeichnen, aber es geht ja ums Üben. Und jetzt kommt er zum Einsatz, der super feine Pinsel. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Sorry, war gerade aus dem Bild draußen. Also ich muss schon sagen, von der Farbaufnahme und Abgabe bin ich sehr begeistert. Man kann richtig feine Linien ziehen. Wunderbar. Und auch hier sehr schönes Arbeiten damit im Vergleich mal dazu. Nicht schlecht.
So, das lasse ich jetzt mal aushärten und ich muss sagen, ich bin schon sehr zufrieden. Ja, meine Lieben, ich habe mir das Ganze jetzt noch versiegelt und die Steinchen mal weggelassen. Bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der Schnörkelpinsel macht seinem Namen alle Ehre und ich werde ihn sehr gewiss weiter verwenden und mir sicherlich bei nächster Gelegenheit noch einen zweiten holen. Ja, das war's schon zu diesem Video. Sagt danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.